Mit diesem lauten, langanhaltenden Pfiff verließ die Dampflok 94-15-38 der Rennsteigbahn mit ihrem Wagenzug am Sonntag, dem 12. Juni 2011, den Bahnhof Rennsteig in Richtung Ilmenau. Niemand konnte ahnen, dass es vorerst der letzte Auftritt dieser Maschine am Rennsteig werden sollte. Die Stilllegung war ein herber Schlag für die Rennsteigbahn, des Dampfbahnverein und vielen Dampflokfreunden, nicht nur aus Deutschland. Die Lok hätte noch für 3 Jahre weiterfahren können. Das Schicksal der Maschine schien besiegelt. Es würde eine Menge Geld und Kraftanstrengungen kosten, die 94-15-38 wieder betriebsfähig zu machen. Wann und wie fiel eigentlich die Entscheidung, die Maschine wieder aufzuarbeiten? Ja, es ist vorzeitig gewesen. Es ist bei einer Kesselprüfung herausgekommen, dass wir also die Maschine stilllegen mussten. Dass also schwerwiegende Dinge am Kessel waren, die der Reparatur bedurften. Und das hat uns mehr oder weniger kalt getroffen. Ja, wir haben noch nicht damit gerechnet. Aber Sicherheit hat nun mal oberste Priorität und da gab es also auch keine Diskussion. Das Schicksal der Maschine schien besiegelt. Es würde eine Menge Geld und Kraftanstrengungen kosten, die 94-15-38 wieder betriebsfähig aufzuarbeiten. Wann und wie fiel die Entscheidung, die Maschine in Reparatur zu geben? Naja, sagen wir so, die Entscheidung, die Maschine wieder zu machen, das hat keine Entscheidungsphase gebraucht. Das war eigentlich von vornherein klar, als sie außer Betrieb ging, dass sie am Rennsteig notwendig ist, dass sie für uns notwendig ist, dass sie zur Strecke, zur Region gehört. Und sie wieder aufarbeiten zu lassen, war einfach ein Muss. Die Frage, die im Raum stand, war das Wie. Und das Wie bedeutete natürlich, wie finanziert man so ein Wahnsinnsvorhaben. Und das hat halt etwas gedauert. Auf verschiedensten Wege wurde dann Geld gesammelt. Und irgendwann war es dann so weit, wo wir gesagt haben, okay, das Delta bis zur Fertigstellung oder bis zum Endpreis ist nicht mehr so hoch, dass wir das jetzt nicht verantworten könnten, die Maschine jetzt in Aufarbeitung zu geben. Am 15. Januar 2015 war es dann soweit. Bevor die Lok nach Klostermannsfeld gebracht wurde, wurde eine vielbeachtete Pressekonferenz im Bahnhof Ilmenau abgehalten. Alle an dem Projekt Beteiligten informierten die Öffentlichkeit über den Ablauf der Reparatur an der Lok. Es war eine feierliche, gelöste Stimmung. Die Freude über den Beginn der Reparatur an der Lok war an vielen Gesichtern abzulesen. Die Landrätin Petra Enders und auch einige Pressevertreter ließen es sich auch nicht nehmen, anschließend den Zug von Erfurt nach Klostermannsfeld zur Mallowa zu begleiten. Übrigens, auch dem MDR war es eine Nachricht wert, über dieses Ereignis zu berichten. In den kommenden 6 Monaten soll die Lok der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig in Bedorf bei Klostermannsfeld repariert werden. Unser Sonderzug steht an diesem nasskalten Morgen am Bahnsteig des Bahnhofs Ilmenau nach Klostermannsfeld bereit. Ziehen wird ihn Lok Marion, die BR213 der Rennsteigbahn. Mit VMAX 40 setzt sich der Zug in Richtung Klostermannsfeld in Bewegung. Die geladenen Gäste und Vereinsmitglieder, die den Zug begleiten, machen es sich derweil im Speisewagen gemütlich. Da ist auch Zeit für persönliche Gespräche. Großes Engagement und Unterstützung in dem Vorhaben zeigte auch die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders. Ihre Freude brachte sie zum Projekt 94-15-38 mit einem Satz auf den Punkt. Es ist für mich ein wunderbarer Tag. Heute bringen wir die alte Dame zur Reparatur und ich freue mich schon, wenn sie dann in ein paar Monaten hier wieder ankommt auf dem Rennsteig und dann hier ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. Ich sag's immer, machen wir die alte Dame wieder heiß. Auf der Pressekonferenz überraschten sie ja auch mit der Ankündigung, als Lokheizerin auf der 94er zu fahren. Haben Sie das ernst gemeint? Auf jeden Fall. Also die Lokheizerprüfung, die möchte ich noch machen. Ich bin nämlich schon Ehrenlokführerin, ja. Ich bin schon eine Dampflok mal gefahren, durfte ich mal, also ein Stück mich mal ausprobieren. Beherrsche ich noch nicht ganz so gut, aber man kann ja noch dazulernen, jetzt, wenn unsere alte Dampflok wieder hierher nach Ilmenau zurückkehrt. Und ich habe auch den Rennsteig-Shuttle einmal fahren dürfen, ne? Natürlich nicht ganz allein, also es war dann natürlich auch noch jemand mit dabei und hat mich da entsprechend auch eingewiesen. Und jetzt mache ich mich an die Heizerprüfung.
Das wird meine nächste Aufgabe sein und ich habe schon gehört, so einfach wird man mir es nicht machen. Na? Also wenn eine Heizerprüfung, dann schon richtig. Und dieser Aufgabe, dieser Verantwortung, da stelle ich mich natürlich außerordentlich gern, wobei ich heute gehört habe. Ne? Also wenn man so, was man so braucht, auch an Material, ne? Also man braucht 2 Tonnen Kohle, muss man also auch bewegen, ne? Wenn man also von Ilmenau nach Thema fahren will. Also ich glaube, da muss ich vorher noch mal ins Fitnesscenter gehen. Da bleibt sicherlich nicht nur mir die Spucke weg. Mit Petra Enders und ihrem Optimismus kann das Projekt nur gelingen. Der Sonderzug erreicht mittlerweile Erfurt Hauptbahnhof. Obwohl die Fahrt des Zuges nicht offiziell bekannt war, fanden sich doch Fans ein, um die Lok auf ihre Art und Weise zu verabschieden. Es ist wie immer unter Eisenbahnfreunden ein offenes Geheimnis. Werfen wir jetzt einen kleinen Blick in das Allerheiligste, das Betriebsbuch der Lok. Die T16-1 war eine Güterzug-Tenderlokomotive der Königlich Preußischen Staatseisenbahn. Die zuerst als Essen 8763 bezeichnete Lok wurde im Jahre 1922 von der Berliner Maschinenfabrik AG, vormals Louis Schwarzkopf, unter der Fabriknummer 8085 gebaut und ist mit einer Gegendruckbremse ausgestattet. Am 27. November 1922 wurde sie an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert. Am gleichen Tage noch erfolgte von Wildau nach Großköritz die Abnahmeprobefahrt. Die endgültige Abnahme wurde unter dem 20. Januar 1923 im Betriebsbuch festgehalten. Der Beschaffungspreis war zu jener Zeit 109.000 Reichsmark. 1.119 Maschinen wurden als Baureihe 945-17 in den Umzeichnungsplan der Deutschen Reichsbahn für Länderbahnlokomotiven eingeordnet und trugen die Nummern 94502 bis 1380 und 94 1501 bis 1740. Nächster Halt auf unserer Überführung nach Klostermannsfeld ist Sömmerda. Wir müssen Zugkreuzungen abwarten. Zeit zum Beine vertreten. Das Lokpersonal checkt den Zustand der Lok und findet auch Zeit, mit uns ein kurzes Gespräch zu führen. Marcel Reichert fährt heute die Zuglok, die Lok Marion. Sonst fährt er auch die Dampflok zum Rennsteig hinauf. Was für ein Gefühl ist das für dich heute, die alte Dame zur Reparatur zu bringen? Wir haben ja lange darauf gewartet, dass es endlich soweit ist. Und wir freuen uns, dass wir es nun geschafft haben, auch mit der Finanzierung, dass wir es einigermaßen unter Dach und Fach haben. Und wollen wir mal sehen. Du sitzt hier auf so einer modernen Diesellok, schön im Warmen. Die anderen beiden Kollegen auf der Dampflok müssen ein bisschen frieren, müssen aber da sein. Nun geht es ja recht gemächlich. Wie schnell müssen wir, dürfen wir denn eigentlich mit dem Zug fahren? Wir dürfen nur mit 40 km/h fahren, weil die Treibstangen an der Dampflok abgebaut sind und da gibt es sonst eine Unwucht. Da ist bei 40 km/h Schluss. Mehr geht da nicht. Da sind wir schon relativ langsam unterwegs. Ja. Eher schon ein Hindernis für andere Züge, aber man kommt durch. Daher auch die lange Fahrzeit. Heiko Kutzer ist das bekannte Lokheizergesicht der 94er. Er ist natürlich mit dabei, seine Lok nach Mansfeld zu begleiten. Du bist ja mit der 94-1538 ja sicherlich auch schon etwas enger verwachsen. Wir haben dich ja immer wieder im Film bannen können, wo du sozusagen als Heizer mitgefahren bist. Wie ist das? Machst du die erste Fahrt, wenn sie dann wieder selber dampft, mit? Ich hoffe, dass ich mit Marcel die erste Fahrt zusammen mache auf dem Rennsteig, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so einem alten
Dampfrost steht. Meine Baujahr 1922, das ist ja nur wirklich ein Stückchen gelebte Technik und Vergangenheit, auch von der Deutschen Reichsbahn. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man auf so einem Fahrzeug fahren kann? Ich bin schon seit Kindesbein damit verbunden, mit der Dampflok. Ich kenne die Dampflok noch, als die im Regelbetrieb gefahren sind. Und ich bin da aus dem Staunen schon als Kind nicht mehr rausgekommen, wenn die 419 immer eingefahren ist. Und das hat sich bei mir so eingeprägt und das hat sich auch weiter fortgeführt. Und wie gesagt, ich bin da mit sehr verbunden und fahre halt gerne drauf. Und werden wir die Fuhre heute heil nach Mansfeld bringen? Ja, wir gehen davon aus, wir hoffen es. Aber naja, schauen wir mal. Unsere Zwangspause in Sömmerda geht zu Ende. Der Regionalexpress nach Magdeburg fährt gerade in den Bahnhof ein. Die Strecke ist jetzt frei und wir wollen noch vor Einbruch der Dunkelheit die 94er in Kloster Mansfeld bei der Malowa abliefern. Wir fahren den Rest der Strecke auf dem Führerstand der Lok Marion mit, genießen den besonderen Ausblick auf Zug und Landschaft. Das Ziel? Kloster Mansfeld ist greifbar nah. Gegen 19:30 Uhr hat unser Sonderzug das Tagesziel mit 94-15-38 im Schlepp Kloster Mansfeld erreicht. Alle sind froh und erleichtert darüber, dass die Überführung reibungslos geklappt hat. Jetzt wird es noch mal ein klein wenig hektisch. Unsere Lok wird vom Sonderzug abgekoppelt und mit einigen Rangiermanövern in die Werkhallen der Malowa geschoben. Lok Marion rangiert vom Zug weg, bevor die kleine Rangierköf der Malowa unsere Dampflok an den Haken nehmen kann. Nun dauert es nicht mehr lange und unsere 94-15-38 steht in der Abstellhalle der Malowa. Personal übergibt die Lok und verlässt die Berghalle. Und unser Gefühl rangiert mit zwischen Freude und Abschied. Zwei Wochen später, nach Übergabe der Lok an die Malowa, ist die Demontage bereits weit vorangeschritten. Das Führerhaus der 94 ist bereits abgebaut. Schon diese Momentaufnahmen lassen erahnen, wie viel Arbeit noch notwendig ist, bis der Kessel von der Lok abgehoben werden kann. Teile wie Kupferleitungen werden sorgfältig nummeriert und eingelagert. Diese sollen später wieder an die überholte Lok angebaut werden. Der Kessel der Lok soll bei der Firma Interlok im polnischen Pila laut Vereinbarung mit der Malowa instand gesetzt werden.
Am 2. Februar 2015 ist es dann soweit. Der Kessel ist freigelegt, alle Anbauteile sind entfernt. Die 94-15-38 steht an diesem sehr kalten, sonnigen Morgen auf der Verschiebebühne bereit. Der Kessel kann aus Platzgründen nicht in der Werkhalle abgehoben werden. Zwei große Autokrane stehen bereit, den Kessel auf einem Tieflader einer Spedition zu heben. Dabei müssen die beiden Kranführer besonders feinfühlig vorgehen. Es ist eine Meisterleistung dieser Männer. Müssen doch beide absolut synchron arbeiten. Bevor der Kessel abgesetzt werden kann, muss noch die Feuerbüchse abgebaut werden. An diesen Aufnahmen kann man bereits den nicht sehr guten Zustand des Kessels erahnen. Pünktlich, noch vor der Mittagspause bei der Malowa, verlässt der Schwertransport mit dem Kessel der 94-15-38 Kloster Mansfeld ins polnische Pila. Am 25. Februar 2015 steht die Lok soweit demontiert da, dass eine tiefergreifende Begutachtung erfolgen kann. Jetzt werden die wichtigen Weichen für die Aufarbeitung gestellt. Klar, dass Manfred Thiele bei so wichtigen Entscheidungen persönlich vor Ort ist. Wie oft warst du denn schon hier bei der Lok in Kloster Mansfeld? Ja, das ist wahrscheinlich der 5. oder 6. Besuch, den wir hier an unserem guten Stück haben. Jedes Mal sehen wir, wie etwas mehr abgebaut worden ist, wo gegebenenfalls auch Überraschungen auftreten. Aber auf die waren wir natürlich auch eingestellt, ein ganzes Stück weit, weil nicht alles lässt sich im Vorfeld von außen natürlich vermuten oder erkunden. Eine fast völlig zerlegte 94er. Was macht dieser Anblick der Lok mit dir? Ganz schlimm. Also das so zu sehen ist natürlich tut weh, gleicht sich aber aus durch die Freude, die der Punkt bringt, wo sie dann überarbeitet wieder dasteht und uns wieder einen gewissen Zeitraum zur Verfügung steht, wo wir letztendlich Touristen und so weiter in der Region wieder dieses wunderschöne Stück zeigen können. Was für Probleme sind eigentlich während der Demontage aufgetreten? Du hast gesagt, du bist das 5. Mal hier. Was gibt es denn da so zu klären? Ja, es gibt also Dinge am Kessel, die wir vielleicht nicht ganz eingeplant hatten. Viele Dinge haben wir vorher gewusst. Einige Dinge sind auch wirklich noch dazugekommen. Es ist natürlich bei so einem komplexen Teil von mechanischen Bauelementen auch immer wieder irgendwas, was ausgeschlagen oder ausgebuchst werden muss. Es sind schon Dinge, wo das reine Nachmessen erst das ans Tageslicht bringt, was letztendlich erforderlich ist. Deiner Einschätzung nach, kann der Zeitplan gehalten werden? Also ich bin immer noch guter Dinge. Bis jetzt ist nichts Gravierendes aufgetreten, was uns hier in Größenordnung zurückwirft. Also ich hoffe immer noch, dass wir dieses Jahr im Herbst noch die Lokomotive wieder dampfen sehen. Gerhard Kellner, der Geschäftsführer der Malowa, bestätigt den Zeitplan der Instandsetzung an der Lok. In der Kesselaufarbeitung im polnischen Pila sieht er dabei den Schwerpunkt. Im Moment liegen wir als Werkstation so im Zeitplan. Wo ich ein bisschen achten muss, ist den Kessel, den haben wir ja in unserem Partnerwerk in Pila, in Polen, zur Aufarbeitung. Und dort muss ich schauen, dass da uns nicht der Zeitplan durcheinander gerät. Das Ziel, im Herbst die Maschine wieder auf dem Rennsteig dampfen zu sehen, scheint also realistisch. Doch im realen Reparaturleben eines Oldtimers bleiben Überraschungen oft nicht aus. Das ist bei einer fast 100-jährigen Dame nicht anders.
Manfred Thiele zieht einen Vergleich. Okay, die Größenverhältnisse hinken ein wenig. Ja, es ist ja so wie im richtigen Leben. Das habe ich im Vornherein auch allen Kollegen im Verein immer wieder gesagt. Das hat uns das Leben gelehrt. Erst wenn du das Moped auseinandergebaut hast, dann weißt du, was alles rausfällt aus dem Ding. Manfred Thiele sollte mit diesem Vergleich recht behalten. Die Kesselreparatur gestaltete sich doch etwas komplizierter als vorausgesehen. Das Projekt gerät ins Stocken. Ein Jahr später, wir schreiben bereits das Jahr 2016, fahren wir nach Pila zur Interlok nach Polen, wollten uns selbst ein Bild vom Fortschritt der Reparatur machen. Am Kessel der 94er war doch eine erhebliche Mehrarbeit angefallen, als vorher erkannt wurde. Das hatte zur Folge, dass der technologisch geplante Ablauf am Kessel die Zeitplanung durcheinanderbrachte und den Zeitrahmen völlig sprengte. Wie geht es nun weiter mit dem Kessel? Ja, es sind aufgrund der Tatsache, dass eben bei der Demontage des Kessels immer wieder noch Dinge aufgetaucht sind, mit denen wir ursprünglich nicht gerechnet haben, hat es uns natürlich schon manchmal nach hinten geworfen. Aber es waren jetzt alles keine Dinge, die jetzt nicht lösbar waren. Es ist natürlich mit Mehrkosten verbunden, überhaupt keine Frage, und natürlich auch mit einem höheren Zeitaufwand. Also wir haben uns ja irgendwann entschieden, den Bodenring, der an diesem Kessel an der Feuerbüchse dran war, dass wir den nicht so belassen, sondern dass wir auf die ursprüngliche Form des Bodenrings zurückkehren, also so wie er im Original mal gebaut worden ist. Und die polnischen Kollegen waren also in der Lage, das auch noch herzustellen. Und das haben wir dann in Absprache mit dem Eisenbahnbundesamt, das ja doch eine sehr umfangreiche Reparatur war, abgestimmt. Dort haben wir uns praktisch den Segen geben lassen, dass wir das so machen dürfen, ohne dass das jetzt eine Bauartveränderung oder irgend sowas ist, was wieder Zulassungsprobleme herbeigeführt hätte. Und so konnten wir im Prinzip einen Zustand wiederherstellen, wie er im Original war. Und ich glaube auch, dass wir da ein Stück weit gut damit fahren, so wie sich das bis jetzt abzeichnet. Wie sieht es jetzt mit dem weiteren Zeitplan bei der Reparatur aus? Ja, der Zeitplan sieht nun so aus, dass wir uns heute mit den polnischen Kollegen hier darauf verständigen konnten, dass die Wasserdruckprobe, also die erste kalte Probe des Kessels, hier in Polen Ende März stattfinden soll, sodass wir davon ausgehen, dass in der ersten Aprilwoche der Kessel dann zur Maloba geht, um dass dort nachher die Endmontage der Lokomotive beginnen kann. Mangelnden Optimismus kann man den Kollegen der Rennsteigbahn wirklich nicht vorwerfen. Kurz gesagt, der Termin der Fertigstellung im Frühjahr 2016 verschob sich erneut. Der Kessel der Lok machte immer noch große Sorgen. Strukturelle und Materialbeschaffungsprobleme verzögerten den weiteren Ablauf. Die geplante Kesselabnahme im Frühjahr 2016 konnte erst im Herbst gleichen Jahres erfolgen. Mitte September 2016 steht der Kessel endlich auf dem Hof der Malowa. Die Reparaturverzögerung des Kessels brachte auch die technologischen Reparaturabläufe für die 94er bei der Malowa kräftig durcheinander. Erst im Januar 2017 gingen die Arbeiten an der Lok weiter. Der Kessel wurde mit viel Fingerspitzengefühl auf dem aufgearbeiteten Fahrwerk der Lok wieder aufgesetzt. Jede Unachtsamkeit würde den weiteren Instandsetzungsfortschritt wieder zurückwerfen. Allerdings brachte ein weiterer Zwischenfall die Reparaturarbeiten an der Lok wieder zum Stocken. Bei einem Einbruch bei der Malowa ließen die Diebe auch die Kupferleitung von der Lok mitgehen. Sie lagen schon anbaubereit neben unserer 94. Der Kessel sitzt wieder auf dem Rahmen. Jetzt sieht das Torso unserer 94er fast wieder wie eine richtige Lok aus. Die Arbeiten an der Maschine waren dann im April 2017 mit dem Aufsetzen des Führerhauses weitgehend abgeschlossen.
Jetzt konnte die Abnahmefahrt beginnen. Am 2. August des Jahres 2017 feuerten die Kollegen der Rennsteigbahn die Maschine abends an. Jetzt steht unsere 94-1538 nach ihrer Stilllegung 2011 erstmals wieder unter Dampf. Sie wird aus eigener Kraft wieder rollen. Von der Mallowa aus geht es auf die freie Strecke mit einer Bremslok im Schlepp. Es ist für das Filmteam eine kurze Vorbeifahrt an der Strecke, aber ein großer Schritt im Leben der frisch aufgearbeiteten Dampflok 94-1538. Abnahmefahrt wurde zur Zufriedenheit absolviert. Die Maschine hat ihre Abnahmefahrt in Kloster Mansfeld gehabt, die wir selber durchgeführt haben. Wir haben auch eine Lastfahrt durchgeführt mit Bremslokomotive. Der Heimreise der Lok aus eigener Kraft steht nun nichts mehr im Wege. Aber erstens kommt es anders, als zweitens, wie man denkt. Wir haben dann, als wir sie abholen wollten, leider einen Schiffbruch erlitten in Form, dass die Speisepumpe mit uns nicht mehr reden wollte. Da musste dann kurzfristig Ersatz beschafft werden, beziehungsweise die vorhandene aufgearbeitet werden. Das war nochmal ein Rückschlag. Aber Ende gut, alles gut. Nach fünfjähriger Abstinenz am Rennsteig ist die Dampflok 94-1538 wieder betriebsbereit. Die Eröffnungsfahrt mit der Lok fiel allerdings ins Wasser. Nicht, was Sie jetzt wieder denken, nein, das kam reichlich von oben.